Das erste Augustwochenende stand in Bergesdorf bei Zeitz, wieder ganz im Zeichen der Pferde. Der Reit- und Fahrverein Zeitz Bergesdorf e.V. hatte zum mittlerweile 42. Reit- und Springturnier unter Schirmherrschaft von Harry Reiche eingeladen. Dieser Einladung folgten zahlreiche Pferde mit ihren Reiterinnen und Reitern aus der Region, aber auch darüber hinaus, denn das Turnier ist Teil des Südregionalcups 2012, der auch in Könteritz, Würschwitz und Groß-Jena durchgeführt wird. In Bergesdorf standen an den zwei Tagen verschiedene Prüfungen auf der Tagesordnung. Das waren zum Beispiel die Führzügelklassenwertungen, in denen es darauf ankam, dass das Pferd dem Reiter entsprechend seiner Kommandos mit den Zügeln gehorcht und den vom Reiter gewünschten Weg in der gewünschten Gangart einschlägt. Aber auch Dressurprüfungen und natürlich Spring- bzw. Stilspringprüfungen galt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu meistern. Und genau dies machte dem einen oder anderen Schwierigkeiten. Pferde haben ja ihren eigenen Kopf und verweigern sich auch mal einem Hindernis. Das große Nachsehen haben dann die Reiter, bei denen das dreimal in Folge beim gleichen Hindernis passiert. Denn diese werden daraufhin von dieser Prüfung disqualifiziert. Das kleine Nachsehen haben aber auch jene, bei denen Teile der Hindernisse zu Boden gehen, denn das führt zu Punktabzügen in der Wertung. Punktabzüge gab es auch, wenn das vorgegebene Zeitfenster für das Absolvieren des Parcours nicht eingehalten wurde. Bei dieser Prüfung hier waren das 60 Sekunden für eine Strecke von 350 Metern. Bestwertungen gab es daher nur für wenige der angetretenen Kontrahenten. Alle anderen werden an sich und mit ihrem Tier noch arbeiten müssen, um beim nächsten Reit- und Springturnier bessere Wertungen erreichen zu können.